Hallo meine Freunde, kurzer Zwischenbericht zu meinem Training. Ihr seht, ich bin wieder vor Choco, vom Chocobo-Wald. Wir gehen mal rein mit dem neuen Chocobo. Und jetzt kommt eine Cutscene. Die wollte ich mit aufnehmen. Ich bin immer noch im Training. Was ist das für ein Chocobo? Was hast du mit Choco gemacht? Ich verstehe... Das ist toll. Ich verstehe es eigentlich auch nicht, aber das ist zweifelsohne Choco. Ist das wahr, Kubo? Aber wie? Doch nicht etwa? Ist die Legende also wahr, Kubo? In Wirklichkeit suche ich das legendäre Paradies, das irgendwo auf dieser Welt existieren soll. Der Sage nach konnten nur auserwählte Chocobos sich weiterentwickeln und in das Paradies gelangen. Und mit ihnen ihre Reiter. Dann sollten wir herausfinden, wie weit sich der Choco entwickelt hat und dann das Paradies suchen. So. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich jetzt zeigen wollte. Kleine Sache noch angemerkt. Was ich kurz zeigen kann, ich habe noch ein paar Frösche gejagt. Dadurch habe ich das Seidenkleid bekommen. Und ein weiteres Elixier. Und ich war in der Höhle und habe die Kuponus, also in Gizaros Grotte, und habe die Kuponus abgegeben. Habe dafür ein Äther bekommen. So, das ist so ziemlich alles, was ich jetzt zeigen wollte und sagen wollte. Es geht weiter, wenn ich fertig bin mit dem Choco-Training. Und wer darauf geachtet hat, ich bin inzwischen Level 17. Mit allen außer Freier, die ist Level 19. Naja, das war's schon. Ich schneide jetzt hier und wir sehen uns wieder vor Bumesia. Bis später. Wuhu, da bin ich wieder vor Bumesia mit dem kleinen Ausschnitt von gestern. Habe ich das aufgenommen mit dem Chocobo-Wald. Kann ich mal kurz zeigen, was ich so gefunden habe. Noch einmal eine Fußkette und einmal Uriel, was beides episch ist, weil ich nicht mal wusste, dass man das so früh kriegen kann, weil ich nie so extrem lange im Chocobo-Wald war. Und ich glaube, ich habe noch, ja, hier noch einen Dunkelschweif gekriegt, der jetzt noch ziemlich uninteressant ist. Und ansonsten Items. Okay, wir wollen weitermachen. Wie gesagt, Bumesia. Machen wir weiter, damit jeder verfolgen kann, wie wir gehen. Das ist Bumesia und wir wollen... Haben wir eigentlich schon gesehen gehabt, bevor wir... Juhu, kam. Bevor wir die Ability für Choco geholt haben, die erste. Wobei wir da alle holen werden. Das bin ich mir ganz sicher. Mach, ein Echsenkrieger, den klicke ich durch. Selbst Vivi macht eigentlich jetzt ganz schön passablen Schaden. Du klaust mal. Du greifst an, du greifst an. So. Ja, komm, mach hin. Und Vivi greift an. Nata. Wow. Unepischer Schaden. Bums. Ich weiß gar nicht, ne, so ein Vieh habe ich schon gefressen. Und awesome Vivi mit 60 Schaden. So, und wow, das ist okay. Ja, und ich habe vielleicht gerade meine Gildzahl gesehen, die hat sich nicht wirklich verändert seit dem letzten, also seit dem Chocobo, weil ich sage, das ist geil, wenn man mehrmals 5000 Gold findet. Anlegen, zack. Und weil ich gierig bin, habe ich halt hier Habgier gelernt. Habe ich sonst irgendwo zum Lernen? Nö. Aber du kriegst die... Moment, was ist der Unterschied? Du kriegst die. Das Kristallschild. So. Ich muss immer noch nachgucken, welche Sachen ich vor CD4 holen muss. So, da ist der Sandsturm. Ja. Aber das mit den Fröschen hatte ich gesagt gehabt, ne? Ja, ich meine, das hatte ich gesagt gehabt, das Seidenhemd und das Elixier. Und Vivi hat natürlich auch ein paar Abilities gemeistert. Du klaus mal. Du springst mal, lala, weil Vivi klärt das jetzt gleich. Schwarzmagie, Eisra auf beide. Nata, wow. Das war ja epischer Schaden, nicht... Eisra. Boom. Das war's. Vivi ist episch.
Auf jeden Fall auf dem Level, auf dem er jetzt ist, nämlich 17, ne? Jo. Alle bis auf Freya sind auf 17. Und Freya hat nur diesen Vorsprung, weil sie Level Up drin hat. Was aber auch ganz gut ist. Da, da, da. So, jetzt wollen wir aber hier mal nach Clara. Halt der Sturm, der niemals endet. Hoppa. Gucken, wie weit ich heute spiele. Ich habe mir kein Limit gesetzt. Clara's Stamm. Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass es da windig ist. Hört ihr das? Das ewige Tosen des Sturms. Und ich sollte mal gucken, ob mein... Ja, mein Mikro ist an. Okay. Ja. Der Sturm ist so stark. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Los. Ja, du hast recht, mein Bester. Je schneller wir ankommen, desto schneller kommen... können wir die Spezialitäten dort genießen. Das sieht überhaupt nicht bedrohlich aus. Sah überhaupt nicht aus wie ein riesiger Skelettmund. Also so in Höhe von so einem Monster. Yay. Warum wird uns eigentlich jetzt schon gezeigt, was da oben drauf ist? Also wenn man das erste Mal spielt, verdirbt das einem irgendwie die Überraschung. Und wir sind durch den Sturm schon durch. War das schwer? Okay. Okay, ich muss mich wieder bewegen. Gibt es hier was zu finden eigentlich? Nö. Scheint nicht so. Außer war jetzt links was. Ich gucke erstmal nicht nach. So. Was haben wir hier? Wir können da auch gehen. Was ist das? Ja klar, warum nicht? Glück. Ach so. Okay, das wusste ich jetzt nicht mehr. Da ist eine Truhe. Die Truhe. Da haben wir eine Phönix wieder, als wenn ich nicht genug hätte. Aber ich wette hier links. Ist ein Kampf. Was haben wir denn da? Wer seid ihr denn? Oh, ein. Nee. Wir können ausprobieren, wie viel Schaden das macht. Du killst mal einen mit Eisra. Ich mag Eisra. Hey. Versuch den zu fressen. Du klaust mal von dem. Übrigens, dass ich jetzt so viel klaue, das hat einen bestimmten Grund, den ich später erklären werde. Erklären werde. Dragomere. Boom. Ich habe übrigens auch ein paar Drachen besiegt. Dadurch wird die Attacke stärker, meine ich. Meine ich zumindest. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Fressen. Und muss schwächer werden. Schön. Dann greift das Vieh mal so an. Das Augentropfen. Stürmen macht. Naja. Stürmen macht. Naja. Daneben. Greifen wir den linken an. 70 nur. What? Fressen. Queener-Pfeil. Schön. Wie viel halten die Viecher aus? Stürmen. Naja. Das war's. Vivi. Mit Tobsucht drauf, was total dumm ist eigentlich, aber... Ich glaube, mit Tobsucht habe ich später in wichtigen Kämpfen, sage ich mal, weniger Probleme. Tup, tup, tup. Irgendwas wollte ich gerade nachgucken. Bin ich jetzt blöde? Genau, ich wollte die Attacke nachsehen. Ja. Queener-Fall. Flächen sehr senkt habe ich auf. Nett. Cool, muss ich mal ausprobieren. Item. So, wir heilen mal kurz durch. Voll übertrieben, aber ich hab's aktuell, also. Moment, ich wollte nachgucken, ob hier noch irgendwas ist. Nö. So ein Mist. Lala. Da unten ist aber was. Sehe ich doch. Zauberstiefel. Die habe ich noch nicht. Das hört sich fast an, als wenn sie was für Vivi wären.
felsenfest. Kann er irgendwas? Du kannst auch tragen. MP plus felsenfest. Kannst du die zufällig? Oh ja. Gucken wir mal. Kannst du die auch tragen? Du kannst ja nur. Die gebe ich erstmal Quina. Aus einem ganz simplen Grund. Ich brauche 4. Kommt die Habgier raus. Und na, Autopushen tue ich jetzt nicht ran. Nicht für unwichtige Sachen. Ist da oben noch irgendwo was? Da, was? Die ist Gletscherstock. Moment, Gletscherstock, den habe ich aber schon, ne? Ja, den hat er sogar ausgerüstet. So, der war aber mies versteckt. Naja, aber den... Nicht da hoch? Tatsache. Ups. Ups. Was ist hier? Nix. Ach ja, stimmt. Ich muss ja die Höhe des Sandes verändern. Da war ja was. Hopp, ah, komm. Hopp, 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 hopp. Oben hier lang. Hier gab's auch ganz blöde Viecher, meine ich noch. So komische Vögel, oder nicht? Fällt mir doch mal so ein. Genau die Viecher. Oh, nö. Ist Queen als erstes dran? Nein, Vivi ist dran. Schwarze Magie. Blitzrar. Und wir klauen einmal, weil die Viecher haben etwas Tolles drauf. Nämlich fressen. Sprung. Frisst du mal. Gucken. Blitzrar! Wie viel hast du drauf? 800. Wo ist denn das Philipp noch? Himmelswind, nein. Stimmt, die Attacke kriege ich von dem. Da wird Quina richtig nützlich. 300 heilst du dich, dann kannst eine Potion geklaut. Nein, 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 nein. Den oh Gott. Not good. Not really. Ich warte jetzt erstmal auf. Ich würde das viel gerne fressen. Ganz ehrlich. Halte ich mal selbst. Dann warte ich kurz auf den Speer. Komm schon, Speer. Speer. Fressen. Dann kommt Friss. Nein. Oh Gott. Aber jetzt kommt gleich das Unlogischste überhaupt, wenn ich es hinkriege. Potion auf Vivi. Was voll wenig bringt, sehe ich gerade. Na komm. Friss es. Friss es. Ja, und jetzt hat Quina den Vogel gefressen. Jetzt überlegt euch das nun mal. Quina hat den Vogel gefressen. Der Vogel hat aber vorher Zarok und Freya verschluckt. Dann müsste Quina jetzt Zarok und Freya gefressen haben. Mysterious, mysterious. Auf jeden Fall ist das ein sehr gemeiner Gegner. Aber Himmelswind, oh Gott. Es ist so genial. Ich weiß, was das für eine Fähigkeit ist. Oh, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Flächenvisier, Verbündete, heilt HP. Ist so genial, kann man zwar nur im... Machst du wohl den Zeiger da weg? Bist ich einmal zu viel aufs Deck gekommen, egal. Erstmal die Truhe hier, Moment. Damit kann man nämlich im Kampf alle heilen und das ist awesome. Durch das Loch luken, was haben wir denn da? Das kann man sich kaum was erkennen. Ja. Hand in das Loch stecken. Rapsch. Oh, Sand fließt. Da kommt ja Sand rausgeströmt. Ja, das tut es.